Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Bad von Alex. Wir sind hier wieder in unserem Zuhause und da steht Arx. Analyse. Oh. Neues Objekt. Hinzufügen. Das kann ich gut gebrauchen. Ich danke dir. Kumpel, du bist der Beste. Okay, hier scheint alles beim Alten zu sein. Lloyd steht herum. Haben wir mit dem schon mal? Achso, das war Leute der von... Leute wie dich können wir hier gut gebrauchen, Mann. Das ist geiler Scheiß, Mann. Da fühle ich mich gleich schon viel sicherer. Bring mir was bei. Bring mir etwas bei. Natürlich. Kampf. Super, da haben wir eh noch nichts. Das ist eh schön. Das ist echt der erste Lehrer, mit der Kampf kann, oder? Den wir begegnet sind. Schau mal, was da alles geht. Leck Buckel, warte mal. Erhöht den von dir ausgeteilten Nahkampfschaden mit jeder Stufe. Du, das wäre auch nicht schlecht. Fernkampf, schwere Waffen, Angriffsstärke. Was haben wir da? Erhöht die Wucht deiner Schläge mit jeder Stufe. Paradestärke. Lässt dich mit jeder Stufe weniger schnell straucheln. Wuchtschlag. Erhöht den Schlag deiner Spezialattacke im Nahkampf mit jeder Stufe. Granaten. Jetpack-Angriff. Was gibt dir die Möglichkeit, einen speziellen Nahkampfangriff mit dem Jetpack auszuführen? Hey, das ist cool. Mutantenkiller. Gibt dir einen Schadensbonus im Kampf gegen Mutanten. Dasselbe auch für Maschinen. Das ist echt cool. Aber ich glaube, wir werden uns für den Nahkampf mal ein bisschen entscheiden. Ich hoffe, dass es nicht verkehrt ist. Ich bringe uns das jetzt einfach mal bei. So, zack. So muss das ausschauen. Kampf plus 1, sehr schön. Jonesy, du bist echt ein toller Kerl. Was wollte ich noch? Genau, ich wollte mal schauen. Wir haben jetzt zwar nicht viel Elixit. Was mache ich denn da? Ich muss zuerst handeln. Ich will die Siedlung hier ein bisschen ausbauen. Ich wollte hier eigentlich ein paar Splitter investieren. Aber mir ist gerade eingefallen, ich habe gar nicht genug Geld. Zeig mir mal deine Ware. Zeig mir deine Ware. Natürlich. Brav. Wir haben... Was? Wegen Lernen gerade, ne? Wir sind arm wie eine Kirchenmaus. Jo. Das ist nicht so prickelnd. Ich werde mal schauen, ob wir Gerümpel und so Zeug weg haben. Flügel, ja, den gebe ich noch nicht her. Dieser Flügel macht keine Musik. Ha, 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 ha. Bringt aber Elixir ein. Boah, der ist wertvoll. 35 sogar. Leckfetten. Das ist nicht schlecht. Das Fell ist auch was wert. Hornplatten. Jein, geht. Federn. Krallen. Ich würde sagen... 80 gehen wir mal her. Von unseren Dritten. Würde ich sagen, gehen wir einmal 100 her. Dann die Knochen. Würde ich sagen, gehen wir auch einmal 20 her. Elektroschrott, und das will ich gern behalten. Ich glaube, ansonsten ein altes Flugblatt können wir einmal hergeben. Da haben wir schon zwei gehabt. Was haben wir hier noch Tolles? Hammer. Kann er 3 haben. Verbandstasche kann er 5 haben. Öllämpchen kann er auch was haben. Besen kann er auch was haben. Guter Becher ebenfalls. Aber ich glaube, es bringt mir nichts, was ich da mache. Ich komme da auf keinen Fall hin, dass ihr was spenden könnt. Gute Gabel. Ah, ihr verkauft trotzdem mal. Wir haben ja so viel gelumpert. So, zum Glück geht das nicht wie bei Fallout, dass man bei einer gewissen Last, die wir tragen, zusammenbrechen. Eines behalte ich mir. Zigaretten hätten wir echt viel. Wenn ich jetzt sage, wir behalten uns, wir verkaufen 800, müsste es passen, oder? Zack. 2000, ich glaube, jetzt hätte ich sogar genug.
Geld, Splittergranaten, Sprengraketen, Plasmazellen, Speer, Bolzen, Brennstoff, ja, lauter Klumpert. Ich glaube, lassen wir es mal so. 2000 Elixit haben wir jetzt, ja, möchte ich gern abschließen. Aber ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob ich das hier, also hier investieren soll, in unser schönes kleines Dörfchen. Aber wir müssen schnell nach Hause, stimmt. Wir haben ja ein Kartenstück bekommen. Ich glaube, das gehört da rein. Servus, Hundi. Ja, braves Hundi. Schakale, ich hasse diese Biester. Aber das ist ja ein liebes Wenn Hundi. Wenn die Viecher nicht wären. Eigentlich ganz nett hier. Ah. So, halt. Ich will da rein. Renn nicht zur Wand, ne? Karte. Wo waren die? Im Nebenzimmer, glaube ich, ne? Ein zweiter. Tap, tap, tap. Hier, glaube ich, irgendwo, ne? Da. Da hängen wir das doch mal an, ne? Ein Busel. Kartenstück 11, glaube ich. Noch eins? So nicht. Okay, haben wir nichts mehr. Ja, so schön langsam. Ich glaube, das wird eine Weltkarte, ha? Vielleicht. Haben wir im Tresor noch was? Halt! So nicht. Ja, ha. Entschuldigung. Ich wollte den Tresor da. Verschlossener Tresor, das geht nicht. Dann geht's halt nicht. Hätte aber gerne den Schlüssel dazu gehabt. Naja, was soll's. Was soll's. Na gut. Fein. Dann müssen wir hier. Gibt es irgendwo das da? Bohnenliebe 1. Da will ich hin. So. Das ist nur die Frage. Ich muss mich mal kurz so richtig hinstellen, glaube ich. So. Mal kurz richtig hinstellen. Fast. Wo die beiden sind, in die Richtung ungefähr. Da ist es dann. La-di-da. Hui. So. Heureka. Noch ein Stückchen laufen. Sehr gut. Und dann sprinten wir noch ein Stück. Aha, da haben wir eine Blume. Hier sollte scheinbar mal ein Holzfäller gelebt haben. Zumindest schaut es aus wie so ein Holzfällerlager. Aber sonst ist nichts für uns dabei. Schade. Jetzt muss ich nochmal kurz auf die Karte schauen. Ich glaube, wir müssen hier lang. Ah, falsch, neben uns. Da dann. Aha, das Haus da drüben vielleicht. Okay. Hoffentlich lebt da nichts zu Gefährliches. Warte. Ich speichere mal ganz kurz. Weil es schon wieder viel passiert. So, und dann hauen wir das Viech da unten weg. Dann schauen wir uns beim Haus drüben um. Weil da scheint das zu sein, was wir suchen. Ich hoffe nur, es sind keine... wie heißen die schnell? Diese mutierten Mutanten. Genau. Mutierte Mutanten, so heißen die. So. Zack, zack, zack. Und? Wusch. Zack, zack. Ich glaube, das mit einem besseren Hau drauf, das merkt man, glaube ich, schon, ha? Ein bisschen. Vielleicht darf ich mir wirklich erlauben, ein bisschen in Konstitution zu investieren. Auf die Fresse! Das würde mich sehr freuen. Wusch! Hihihi! Da bist du ausgerutscht. Oh! Das tut mir aber leid. Au! Zack, 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 zack. Sorry, du bist dran. Komm her, Mistvieh. Zack, 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 zack. Zack. Oh, eine Ratte. Na? Zack, 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 zack. Und? Husch. Geht ja. So, da hat man noch so ein Opfer da unten. Halt. Das wollte ich gerade nicht. Ich wollte nur looten. So, ja. Aber ich lasse mich wieder ablenken, ne? Böse Zocki.
So, und ein kleiner Trank dazu. Würde ich sagen, das ist speicherungswürdig. Dann hauen wir den da unten noch weg von mir aus und dann schauen wir uns mal im Heißel, oder? Ach, schauen wir uns gleich im Haus um. Ich vertrödel immer so viel Badzeit. Lalala. Ein Jetpack-Angriff. Also was es nicht alles gibt. Ehrlich wahr. Da hat jemand Wäsche aufgehängt. Riecht frisch nach Persil. So, und wir wissen ja, Häuser sind brandgefährlich. Man weiß nicht, wer drinnen wohnt, ob jemand drinnen wohnt. Deshalb wird gespeichert und hoffen wir mal auf das Beste, nicht wahr? Das meiste aus dem Schutt hier haben sich andere schon geholt. Macht nichts, sie werden schon was Brauchbares finden. Heiltrank zum Beispiel, Magnesiumfackeln. Da haben wir noch eine. Oh, Klebeband, Schwefelbrocken, verschlissener Brief. Aha, was haben wir da Tolles? Was steht denn da? Verschlissener Brief. Absage. Sehr geehrte Damen und Herren, leider muss ich Ihnen mitteilen, dass Ihr Jobangebot in der Forschungsabteilung der Infit Skies nicht meinen Vorstellungen entspricht. Daher sage ich Ihnen hiermit ab. Mit freundlichen Grüßen. Ach ja. Da kommt Stimmung auf. Entschuldigung, ich wollte schauen, ob da was ist. Aha, was haben wir denn da? 64 haben wir hier. 64. 15 und 64. Moment, ich schreibe es gleich mal auf. 64 und 15. Das könnte hier sich um einen Code handeln für einen möglichen Tresor. Das wäre famos. Sprengraketen, Klebeband, einen Besen, Klebeband. Dab, 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 dab. Kleiner gelber Stein. Ich dachte, warum ist die Musik? Da bist du ein Radio, ne? Aber das ist mal, ein Radio überlebt alles. So. Schlafsäckchen. Jawohl, die brauchen wir eigentlich nicht. Aha, da kommen wir natürlich nicht so einfach rauf. Das heißt, wir brauchen unser Jetpack. Hui! So, damit geht alles einfacher. Aha, da sind ein paar vergammelt. Heldenbrief 6 erhalten. Was ist das? Ein Heldenbrief. Was kann der denn? Heldenbrief 6. Name des Helden. Satoren Spechtstein. Kennzeichen Streuner, der jeden Bibliothekar alt aussehen lässt. Sein Kompendium an Regelwerken und Büchern lässt jedem Spielleiter genaue graue Haare wachsen. Genau, genaue graue Haare wachsen. Jawohl. Zitat. Ihr glaubt mir nicht, dann schlag ich das jetzt nach. Okay. Meisterbrief. Vergilbte Spielanleitung. Krug. Heldenbrief 2, Krug, Heldenbrief 1, Heldenbrief 7, noch mehr Krug, Heldenbrief 4, da ist noch einer, glaube ich, Heldenbrief 5, ich lese es gleich nachher, warte kurz, sammeln wir das Klumper zuerst fertig, ich glaube, da hätten wir es, ne? Okay, was zum Henker? Was haben wir denn da jetzt alles bekommen? Heldenbrief 1. Name des Helden. Elarion Drachenfreund. Kennzeichen. Blödelnder und größenwahnsinniger Elf, der nicht klettern kann. Zitate Bravo. Bravo, genau. Heldenbrief 2. Name des Helden. Sayariel Grimmsgewisper.
Kennzeichen. Liebreizende Elfe heult zusammen mit ihrem Wolf den Mond an und geht jedem Schuster aus dem Weg. Holt ihre Pfeile nicht aus dem Baumarkt, sondern schnitzt sie selbst. Ja, genau. Zitate. Haltet alle mal die Klappe. Okay. Der dritte Brief fehlt noch, den werden wir noch finden hoffentlich. Heldenbrief 4. Name des Helden Asgrim Haldrunnirsson. Manche Leute sollten heiraten und den Namen ändern. Kennzeichen mächtiger Magier und Schürzenjäger, der sich ständig selbst verstümmelt. Ja, manche Leute haben komische Hobbys. Zitate. Lasst mich durch, ich bin Magier. Lasst mich durch, ich bin Arzt, ne? Ja. Heldenbrief 5. Name des Helden. Grobi, König der Holzfäller. Kennzeichen. Benimmt sich wie die Axt im Wald. Glücklicherweise betritt er nur ungern Wälder, da er Bäume fürchtet. Er ist Holzfäller. Zitate. Reden aufs Maul. Ja. Und Heldenbrief 7. Name des Helden. Haestena. Kennzeichen, Stimme der Vernunft. Wenn alle Stricke reißen, setzt sie die Detektivmütze auf und bringt die Karten auf den Tisch. Zitate, das kann man sicher auch vernünftig Ach, mir hört ja doch keiner zu. Ja, und dann braucht man Heldenbrief 3, glaube ich, noch. Vielleicht findet man den auch noch. Mana-Trank. Alte Münze. Das Ganze ist ein bisschen komisch, wenn ich das mal so sagen darf. Ah, da ist er schon. Heldenbrief Nummer 3. Da war er irgendwo. Da, glaube ich. Da. Da haben wir ihn. Den lesen wir auch noch. Und dann ist der Part erfolgreich beendet. Naja. Heldenbrief 3. Name des Helden. Braklosch, Sohn des Bengram. Kennzeichen. Zwerg, der jede Mülltonne nach etwaigen Wertsachen durchsucht, lebt frei nach dem Motto, jedem das Seine und mir das Meiste. Sehr gut. Zitate, teilen, meine Faust teilt dich gleich. Ja, immer diese Gewalt. So, dann glaube ich, haben wir hier den Tresor. Probieren wir es einfach mal aus. Wir können vielleicht hacken. Ich bin nicht gut genug. Ja, ja. 6, 4, 1, 5. Probieren wir es mal. Geht doch. Ja, perfekt. Metallschrott und goldener Kelch. Nehmen wir alles mit. Sehr gut. Und Bohnenliebe, da haben wir sie schon. Zeichnet das Ding schon auf? Ja, aber wozu soll das gut sein? Damit die anderen wissen, wohin wir aufgebrochen sind. Wenn sie diese Nachricht finden, können sie unserer Spur folgen. Du willst Chad also wirklich suchen? Natürlich, wir können ihn nur nicht hängen lassen. Na klasse, da finden wir einen halbwegs sicheren Ort und dann haut der Sack ab. Meckern bringt uns auch nicht weiter, also pack deine Sachen. Schon gut. Wohin brechen wir überhaupt auf? Goliath. Zu den Berserkern. Wenn das mal gut geht. Ich bin jetzt nicht so gut in diesen Sachen, ne? Aber der eine hat sich jetzt gerade angehört, wie der ehrenwerte Micha von Game 2. Dieser geniale Skriptenschreiber. Der schöne Micha, falls ihr Game 2-Fans seid, der eine hat sich voll danach angehört. Ich glaube, der andere kommt mir auch bekannt vor. Aber ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Wer könnte das sein? Dass er hier gesprochen hat? Das wäre cool. Das wäre echt cool. Also mir kam das gerade so, also bekannt vor. Gut. Sollte mal jemand aufräumen. Ich nehme schon die Pflanzen mit, dann ist es gleich viel schöner. So, aber hier ist auch ein schönes Fleckchen Erde, muss man echt sagen. Gut, dann hätten wir das schon mal. Ich würde sagen, dann speichern wir das Ganze. So viel dazu, dass wir alle drei Sachen in einem Part finden. Nein. Dem ist nicht so. Wir können aber die paar Sekunden noch nutzen und den nächsten suchen. Wir sind jetzt irgendwo da oben. Ich würde sagen, Goliath. Ja, warum eigentlich nicht? Porten wir uns schon mal dorthin. So, und laufen halt mal ein Stück.
Wobei der Part wäre eigentlich eh schon zu Ende. Ja, betreten wir einfach mal Goliath und dann passt es schon. Servus. So. Na gut, ihr Lieben. Dann war es das leider wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir suchen im nächsten Part weiter nach diesen Audio-Dingens. Jawohl. Also dann. Tschüssi.